So Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3. Im letzten Part haben wir Benjamin Church aus der Gewalt einiger Penner befreit. Was wir jetzt tun werden, ist rein optional. Ah, kommt schon Jungs, das war nur eine Frage der Zeit. Nämlich werde ich jetzt in alle Aussichtspunkte in Boston erklimmen und das sind einige. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir das in diesem einen Part jetzt gut hinkriegen. Wenn nicht, ich mach's alles in diesem Part jetzt. Das heißt, wer die Hauptquest sehen will oder andere Quests, oder halt nicht die Aussichtspunkte, der möge jetzt wegschalten zur nächsten Folge. Denn da wird er glücklich. Ja. Gut, jetzt habe ich ein bisschen laut gesprochen. Ist egal. Muss ich halt mein Fenster zumachen. Gut. Damit sollte es jetzt wieder einfacher laufen. Oder überhaupt, besser gesagt. So, da drüben ist dieser Aussichtspunkt, diese Kirche oder was auch immer das ist. Wir erfahren es ja, wenn wir in der Nähe dieses Gebäudes sind, was das dann für eins ist. Wenn es dann ein besonderes, spezielles Gebäude ist. Ah, Boston ist echt lebhaft gemacht. Jeder hier hat irgendetwas zu tun. Das sieht auch sehr gut aus. Die Straßen sind breiter als in den letzten Spielen. Die Bevölkerung dichter. Das ist Old North Meeting House. Alles klar. Mal hoch da. Das sieht einfach geil aus. Der Umhang macht es irgendwie witzig. B. Aussichtspunkt synchronisiert. Bäm. Ab zum nächsten. An den britischen Truppen einfach mal vorbei, die die neuen Wachen in diesem Spiel darstellen sollen. Ziemliche Waschlappen, wenn ihr mich fragt. Haytham kann viel aktiver mit der Umgebung umgehen, wie man manchmal merkt. Er kann zum Beispiel, gutes Beispiel fehlt mir jetzt, aber er kann durch offene Häuser einfach durchsprinten, um seine Verfolger abzuhängen. Wenn die Türe offen ist oder das Fenster offen steht, kann er da einfach durch, geradeaus, geht dann durch die Wohnung durch, schreckt die Bewohner auf und ist dann auf der anderen Seite unentdeckt vom Feind. Also alles eine ziemlich coole Sache. Er ist einfach viel interaktiver als die bisherigen Hauptdarsteller. So, da oben ist schon wieder ein Adler. Jeder, der halt auf seinen beiden Füßen draufsteht. Und sich einfach mal umguckt. Als wäre er bescheuert. So, was sehe ich denn da vorne? Eine Truhe ist aufgetaucht. Das trifft sich ja wohl sehr gut. Wachhunde haben ein feines Gespür. Wenn sie sie bemerken, alarmieren sie die Wachen. Nix da. Der Hund muss leider sterben. Was mich jetzt zur Truhe führt. Ah, was haben wir denn da? Wird es im Kreis drehen und das Schloss knacken. Wie bei der Tür damals in der Oper. Okay, den richtigen Winkel habe ich. Dann langsam den rechten Stick drehen und jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir die ganze Zeit wiederholt den rechten Trigger drücken. Das haben wir jetzt versaut. Ach komm. Der war doch irgendwo hier. Komm schon, Baby. Komm schon. Komm schon. Ja!
1250. Hui, das ist eine Menge Kohle. Schnell, bevor der eine Hund jetzt den anderen Toten findet. Hau mal ab. Zu diesem Aussichtspunkt da drüben. Und hier erstmal runter. So, jetzt ist die auch endlich bei der Entfernung ist jetzt auch endlich eine Einheit angegeben. Das Ganze ist nämlich hier in Metern. Eine damals auch noch in den Kolonien benutzte Maßeinheit. Das metrische System. Jetzt sind wir gerade in Wachen reingelaufen. Von denen renne ich mal lieber weg. Schon haben sie mich wieder vergessen. Das finde ich gut. Sorry. Ich nähere mich dem Aussichtspunkt. Ich sehe ihn allerdings noch nicht. Hallo. Ich renne hier nur so rum. Was haben wir denn hier? Da wird Upsilon aufgesammelt. Donnerwetter-Hack freigeschaltet. Ja, hä? Ach so. Ein Animus-Hack. Genau, die gibt's doch jetzt hier in Assassin's Creed 3. Sind aber ja uninteressant, weil Heck, das stoßt mich automatisch ab von sich ab, ja. Also da müssen wir jetzt gar nicht weiterhin darüber nachdenken. Das mache ich nicht. Ach komm, rein da ins Wasser. Ja, auch die Hauptcharaktere in Assassin's Creed 3 können schwimmen. Ah, da drüben habe ich jetzt auch noch ein Gespräch entdeckt. Dem werden wir natürlich auch beiwohnen. Na komm, hoch da. Und wir drücken B. Und ab in den Heuhaufen. Ach so, das ist nichts Besonderes. Das ist nur, naja, Benjamin Franklin. So, und obwohl auf der Karte dieser Aussichtspunkt ganz nah an uns dran ist, ist er immerhin noch 100 Meter weg. Also schon ein bisschen. Schon ein kleines bisschen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Allerdings klettern die hier nicht mehr ganz so schnell wie in Assassin's Creed Revelations. Aber da die Gebäude auch ganz anders strukturiert sind, lässt sich davon auch nur schwer ausgehen. Aber ich empfinde dem so. Mir fehlt hier die Hakenklinge der türkischen Assassinen. Die war nämlich richtig geil. Und wir synchronisieren abermals. Und wir springen wieder runter und gehen auch gleich zum nächsten Aussichtspunkt. Den wir allerdings schon auf der Karte sehen müssen können und deswegen es eigentlich nur umsonst wäre, wenn wir dann auch extra die Map aufmachen. So, der Aussichtspunkt ist direkt neben dem anderen. Ein Gebäude weiter. Irgendwie komisch, aber gut. Wenn das Sinn ergeben soll, dann warum nicht? Und weiter nach oben. So, und wir synchronisieren wieder. Na, hier steht ja schon etwas anders drauf. Ohne die Balance zu halten, natürlich. Nein! Ja, das war jetzt etwas blöd, aber zum Glück war der Aussichtspunkt unser Synkpunkt. Oh, dass wir direkt an diesem abgespeichert haben. Nächster Aussichtspunkt. Da hinten. Es gibt auch wieder ein Schnellreisesystem, welches aber etwas komplizierter ist als das bisherige. Deswegen versuche ich, bis in der Quest, in den Quest darauf verwiesen wird, wie man damit umgeht, ich das erstmal lassen werde. Denn ich habe keinen Bock,
gebeten, jetzt durch den ganzen Untergrund zu watscheln, weil wir das nämlich tun müssen. Da ist nicht einfach irgendwas mit anklicken und dann sofort dahin reißen. Nö, wir müssen durch ein gigantisches Tunnelnetzwerk dahin gelangen. Na, es ist schon ein bisschen was anderes. Aber das habe ich mir bei meinem ersten Durchspiel nicht ganz genau angeguckt, deswegen ist es eigentlich auch vollkommen Wayne. Mann, ey, ich kann nicht glauben, dass wir hier schon bei Assassin's Creed 3 sind, dass ich jetzt schon alle bisherigen Teile durchgespielt habe, ey. Das ist einfach krass. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so vonstatten geht. Dass es so vom Stapel läuft, wie auch immer. Nennt wie ihr es wollt. Hammergeil. B. Hey, mach keinen Scheiß. So. Quatsch. Wo ist der nächste? Hier. Ich gehe hier, dann da, dann da, dann da und dann gehe ich wieder hoch. Und dann schauen wir noch. Auf jeden Fall lange sollte das nicht mehr dauern, wenn wir hier in Fullspeed dahin rennen. La 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 la. La 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 la. Rom ist irgendwie ein Galgen oder so. Geil. Es regnet. Es regnet und Hathem wird tatsächlich nass. Cool. Auch Regenwolken sind hier eindeutig zu sehen. Ist ja jetzt natürlich auch ein dynamisches Wettersystem, hey. Seht ihr, wie der ein bisschen nass wird? Das ist doch genial. So, ab zum nächsten. Ach, schaut mal an, das ist ja dieser galgenartige, dieses galgenartige Teil da. So, jetzt habe ich irgendwie Zweifel, dass ich da... Oh. Da komme ich ja gar nicht hoch. Ohne Anlauf, ohne richtigen Anlauf. Auf den Beacon Hill. So, was auch immer das Ding da hier zu suchen hat. So, ich dachte schon, ich komme da nicht hoch. So von einer Sekunde lang dachte ich das. Aber ach was. Hey, was soll das denn jetzt? Ach so. Warum nicht erst ganz da oben? Das ist doch besser. Ach so, weil es nicht geht. Steht er jetzt ohne Probleme, das geht locker. Nein! Scheiße. Ach Mann. Egal. Rennen wir jetzt noch mal eine Weile in einen südlicheren Stadtteil von Boston. Natürlich alles zu Fuß. Wer braucht schon Pferde? Ja, gell? Hat's ja nicht irgendwie Pferde oder so. Eine Pferdepfeife. Oh, ich liebe dich. Also, so geht's doch schon viel schneller. Auch hier können wir, wie damals in Brotherhood, auch durch die Stadt reiten.
ohne Probleme. Da ging ja im zweiten Teil noch nicht und in Revelations gab es überhaupt keine Pferde. Zumindest nicht zum Reiten. Sondern nur für die Kutschen. Aber hier haben sie es dann wieder reingemacht. Allerdings wirklich mit dem Pferd sprinten kann ich hier auch nicht, aber ich bin immerhin etwas schneller. Hier so schnell bin ich zu Fuß nicht. Ach, da sind wir ja schon. Direkt an die Kante des Hauses springen. Das ist mein Motto, das ist mein Ziel. Solltet ihr es abstreiten, schieße ich euch ins Knie. So, gehen wir mal nach oben. Und wir synchronisieren wieder. Und gleich wähle ich schon mal den nächsten Aussichtspunkt aus. Oh, ich habe den Sound verschoben. Durch mein in die Karte gehen. So, mein Pferde-Gerhard ist hier. Ich weiß nicht mehr, ich habe glaube in Assassin's Creed 1 dem Pferd irgendwie einen Namen gegeben. Der ist mir aber längst entfallen. Ah, das ist schon etwas länger her, sehr, sehr lange sogar schon. Erinnerung verblasst mir. Oh, und hier sind wir auch schon am letzten Aussichtspunkt angekommen. Falls an dem letzten hier unten. Nein. Okay, dieser Klettersprung, den gibt's ja nicht mehr. Der macht den hier automatisch. Es wird so vieles automatisch gemacht. Das missfällt mir etwas. Ich meine, die früheren Assassin's Creed Charaktere hatte man zugegebenermaßen etwas besser unter Kontrolle durch dieses Puppenspieler-Konzept. Außerdem macht es Sinn, zum Beispiel im auffälligen Modus Beintaste drücken, quasi am Bein Puppenspieler Dingsbums ziehen, damit man schneller rennt noch. Das hat eigentlich vollkommen Sinn gemacht. Ich weiß gar nicht, warum die so da rausgemacht haben. Scheinbar, um damit dies mit der Spielmechanik auch wieder gescheit funktioniert. Aber ich bin kein so großer Fan von, muss ich schon sagen. Aber es ist Assassin's Creed. Und es ist genauso geil wie die Vorgänger. Scheißegal, wie man seine Spielfiguren steuert. Der hält auch immer wieder sein Schwert während er rennt. So, das sieht man hier jetzt gerade. Dann macht das wieder nicht. Hier macht das nicht. Und da hat immer seine Hand ein bisschen am Schwert. Damit er es sofort ziehen kann. An sich sieht es richtig geil aus. Ah, was haben wir denn da? Ein offenes Fenster da. Jetzt können wir, glaube ich, mal sehen, wie der jetzt mit dem Spiel. Ja, hier sieht man's. Und raus da. Und wir sind durchs Haus durch. Und so können wir da auch Verfolger abhängen. Also richtig nice. Da wäre es ein Pferd gewesen. Egal, ich bin gleich da. King's Crown. Wir können ja auch in allen möglichen Bars halt machen, um Spiele zu spielen und einen trinken zu gehen. Eigentlich nur um Spiele zu spielen. Wir können auch auf Gold, um Gold spielen und so. Also um... Ja, Pfund Sterling. Und ja... Ja komm, du musst schon springen. Das Old South Meeting House. Wenn man von einem Old North Meeting House. Jetzt sind wir um Old South Meeting House. Da, der Klettersprung, den macht er jetzt vollkommen automatisch, aber nur dann, wenn er ihn braucht. In Assassin's Creed 2, wenn man gut damit umgehen konnte, hat man ja damit viel, viel schneller klettern können. Okay. Ach, okay, der nutzt diese Rillen. Habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht gesehen. So, der letzte Aussichtspunkt in Boston.
Ach Mann. Dann sowas. Okay, aber jetzt. Ja, genau, wo steht das zweite? Wo steht der zweite Fuß, bitte? So, dann hätten wir jetzt alle Aussichtspunkte synchronisiert. Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.